Willkommen zurück bei Let's Play Simon Sorcerer 3D. Beim letzten Mal haben wir die Zwerge gefunden, die sich selbst vernichten. Wir gucken mal rum, ob es hier noch irgendwas gibt. Also hier gibt es erstmal ein Zelt ohne Eingang scheinbar. Okay, und dann gibt es hier ein Zelt. Mein Gott, da sind ja unendlich viele Zwerge drin. Allerdings können wir die nicht alle rendern, also musst du es mir schon so glauben. Das war jetzt wirklich ein grafisches Highlight, oder? Wow. So ein Schwachsinn schon wieder. So. Ich werde das Zeug nicht mit bloßen Händen anfassen. Das macht nichts, Jaime. Wir erinnern uns an unser Glas. Könnte ich bitte was von dem Zwergenschnaps haben? Nö. Den brauchen wir für den Kampf gegen den Drachen. Oh, schon gut. Okay. Dann werden wir doch erstmal das Schlafkraut reinmachen. Oh, Anruf, Sekunde. So, kurzer Telefonanruf. Und rein damit. Was dagegen, wenn ich dem Zeug etwas hinzufüge? Was ist es? Oh, nur ein kleiner Geschmacksverstärker. Nur zu. Ich meine, es wird uns ja wohl nicht wehtun. So, jetzt haben wir das Schlafzeug da reingekippt. Ah, für meinen Clan! Ist das geil. Nun, ich weiß nicht, was du da reingetan hast, aber es scheint tatsächlich funktioniert zu haben. Keine Ursache. Drachen zu töten ist meine Lieblingsbeschäftigung. Nun, der Clan der Kampfbärte steht tief in deiner Schuld. Wenn sie nicht alle tot werden, werden sie dir sicher sehr dankbar. Hurra! So, bekommen wir jetzt was von dem Zeug? Darf ich mir was davon nehmen? Ich hätte da noch einen Großputz zu machen. Klar doch! Immerhin hast du uns mit dem Drachen geholfen. Es ist faszinierend, dass gefüllte Behälter in meinem Inventar nicht umkippen. Ach, genial. So. Oh, dann hier eigentlich die nächste Platte, wo wir einen Vogel rufen könnten. Gibt es hier keine Vogelplatte? Ich suche mal eine. So, da wären wir auf dem Flugtier. Ich glaube auch, ich mache die ganze Zeit was falsch. Ich glaube, man kann überall rufen. Ich glaube, man muss den bloß... Man kann bloß nicht überall landen. Ja. Wo ist dieser schöne? Hat er einen Vulkan. Perfekt. Jetzt können wir da landen, wo der Drache nicht mehr da ist. Ach, Ladebildschirme, wie wir sie lieben und pflegen. Und das bei aktuellen Rechnern, eigentlich grausam. Oh Mann, es ist wieder dunkel, toll. Ah, doch nicht. Ich muss ihn wohl mit etwas schlagen, damit er klingt. Okay, das dürfte dann wohl mit unserem Hammer sein. Oh oh. Hat nicht ganz funktioniert, aber wir haben ja noch unser Glöckchen dabei.
So, Goldberg. Ich komme später mit einem Laster wieder und lade das Zeug auf. Ich komme später mit einem Laster wieder und lade das Zeug auf. So, da jagen wir mal unseren Maulwurf rein, der ja CDs suchen soll. Also los, Junge, hole mir die CD. Hey, wo ist er hin? So. Mit dem riesigen Vorhängeschloss davor kriege ich es nie auf. So, das Trinkglas voll ätzendem Zwergeschnaps, das frisst sich ja wohl auch durch Metall. Perfekto. Oh, großartig! Da ist dann die CD. Ich glaube nicht, dass ich ihn öffnen kann. Das ist immerhin ein Adventure. Ich weiß, dass ich ihn nicht öffnen kann. Na okay. Ein Glaskasten, der nicht zu öffnen geht. Probieren wir es doch mal mit Vibration, mit Schall, mit Schwingungen. Und da haben wir dann auch endlich unsere CD. Das muss es sein. Das Ding, nach dem Calypso und Sordid gesucht haben. Ich glaube, ich kehre besser ins Wirtshaus zurück und schaue, was nun passiert. So, dann würde ich sagen, reicht das für diesen Part. Dürfte ein bisschen kürzer gewesen sein als sonst die Parts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder, wenn wir uns im Wirtshaus treffen und das vierte Kapitel mal wieder abschließen. So, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Nobby.